Ja, deutsche Immobilien. Haben wir die Bodenbildung schon gesehen oder ist es erst der Anfang einer tiefgreifenden Krise? Die ersten Stimmen werden nämlich schon wieder laut. Die Immobilienpreise in Deutschland haben langsam ihren Tiefpunkt erreicht und durch steigende Mieten und vor allem in guten Lagen würde es sich wieder lohnen, langsam wieder in Immobilien zu investieren. Doch ist das wirklich so oder stehen wir erst am Anfang einer lang anhaltenden und tiefgreifenden Krise am deutschen Immobilienmarkt? Ja, die Frage ist, du selbst bist in Immobilien investiert oder interessiert, jetzt oder jetzt auch in naher Zukunft wieder zu investieren, dann solltest du dir das heutige Video wirklich bis ganz zum Schluss ansehen. Los geht's! Er war bis vor kurzem der angeblich vorbildliche Selfmade-Milliardär und eine Art Popstar in der Immobilienbranche. Die Rede ist von René Benko und Benko schmiss in Innsbruck die Schule und baute mit der Signa Holding ein Milliardenvermögen mit Betongold auf, hauptsächlich in Österreich, aber auch in Deutschland. Auf der Liste der reichsten Österreicher rangierte er zwischen Platz 2 und 5. Doch jetzt steht Benko auf einmal vor dem finanziellen Kollaps. Und das mit Immobilieninvestments, die in den Köpfen vieler Deutschen ja immer noch als relativ sicher gelten, das gute alte Betongold eben. Und in jüngster Zeit, ich habe ja auch schon ja viele Videos gemacht, beginnen eine Reihe von negativen Faktoren, allen voran die stark gestiegenen Hypothekenzinsen. Und das Ganze wirkt jetzt nach und nach. Und das trifft natürlich viele Leute, auch unter anderem den milliardenschweren René Benko. Und seine Signa Holding kommt durch die hohen Kreditzinsen offenbar mehr und mehr in finanzielle Schieflage. Jüngst kamen große Signa-Projekte von Benko in Deutschland zum Stillstand wegen nicht bezahlter Rechnungen an Baufirmen. Und als Folge dessen haben die Investoren Benko entmachtet, also ja letztendlich rausgeworfen. Und Signa liegt nun vorerst in Trümmern. Benko steht möglicherweise vor dem finanziellen Aus. Gehe aber davon aus, dass er nicht nur alles in Immobilien gesteckt hat. Das wäre natürlich fatal. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Mit Sicherheit hat er auch andere Investments, hat es entsprechend gestreut. Aber zum größten Teil gehe ich davon aus, dass er in Immobilien investiert ist. Und wenn solche Profis im Immobiliensektor in kurzer Zeit in solche Probleme geraten, was ist wohl meine Antwort auf die in der Einleitung gestellte Frage? Es ist derzeit definitiv keine gute Idee, meiner Meinung nach, in Immobilien in Deutschland zu setzen. Vor allem, wenn man diese überwiegend, muss ich sagen, durch Kredite finanziert hat. Und das ist ja das Geheimnis, wenn das ökonomische Umfeld, das Gesamtumfeld stimmt. Und jemand anders, zum Beispiel Mieter, zahlen dir durch ihre Mieten den Kredit ab. Und das ist ein sehr wichtiger Teil beim Vermögensaufbau. Und ich habe hier auch in der Vergangenheit so ein sehr großes Vermögen aufgebaut. Aber das funktioniert im Moment nicht mehr. Und ja, die letzten 10 bis 15 Jahre hat das natürlich hervorragend funktioniert. Zumindest im Bereich der deutschen Immobilien funktioniert das meiner Meinung nach derzeit nicht mehr. Und so sind auch Baugenehmigungen rückläufig, zu wenige Wohnungen werden gebaut und andererseits gibt es eine immens hohe Nachfrage nach Wohnraum. Andererseits geht aber die Bautätigkeit zurück wegen zu hoher Zinsen. Ein perfekter Mix für eine sich ausweitende Immobilienkrise. Ich kann mir selbst auch nicht vorstellen, dass die Kreditzinsen ja in dieser Höhe bleiben. Also ich gehe mittelfristig davon aus, dass sich die Zinsen wieder absenken müssen, weil sonst gibt es letztendlich ganz andere Probleme, weil die Staaten auf jeden Fall oder beziehungsweise Deutschland insbesondere die Zinslasten gar nicht bezahlen könnte. Ich verlinke euch auch zukünftig immer die Quellen unten, ja, von meinen Recherchen in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr das Ganze auch insgesamt nochmal besser verstehen oder auch entsprechend nachlesen. Ja, und neben den derzeit hohen Hypothekenzinsen haben Häuslebauer bzw. auch Immobilieninvestoren auch sonst mit belasteten Faktoren zu kämpfen, die zu einer wahren Kostenexplosion führen können. Das ist ganz klar diese schwerfällige Bürokratie und immer strengere Vorschriften zur Energieeffizienz.
Die verstärken natürlich das Neubauproblem und legen sich wie Mehltau über den gesamten europäischen Immobiliensektor. Und weil der Wohnraum ohnehin schon knapp ist, droht dieser Stillstand das Wirtschaftswachstum zu belasten und schürt politische Spannungen, da immer mehr Menschen den Wohnungsmangel auch selbst zu spüren bekommen. Und hier kann es auch ganz schnell den Eigentümern von Bestandsimmobilien treffen, oder beziehungsweise sehr dicke kommen, denn Vaterstaat schreckt vor fast nichts mehr zurück. Ganz offenbarte der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Ziemiak, im ZDF vor kurzem, dass Eigentümern bereits Wohnungen weggenommen werden, um dort Migranten unterzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war in der Talkshow von Markus Lanz. Und da sagte der Funktionär, in seinem Wahlkreis Iserlohn beschlagnahmen wir Wohnungen. Also ich konnte es gar nicht glauben, wo ich das erste Mal gehört habe. Wir sind dort am Ende der Kapazität. Und das galt ja noch bis vor kurzem als Verschwörungstheorie. Wie gesagt, fast jede Verschwörung ist wahr geworden. Aber das hat er in der Tat gesagt. Und hier finden entsprechend schon Enteignungen statt. Und so ist es also mit dem Artikel 14 unseres Grundgesetzes verbrieften Gewährleistung auf privates Eigentum im besten Deutschland aller Zeiten. Und weitere Gefahren lauern natürlich auch in den nächsten Jahren für Immobilieninvestoren. Denn wie der Name schon sagt, die Immobilien sind logischerweise immobil und können nicht weglaufen, auch nicht vor dem Zugriff des Staates. Und ich persönlich gehe davon aus und habe auch schon einige Videos hierzu gebracht, dass es recht wahrscheinlich, dass der Staat sich hier auch letztendlich dem hart erarbeiteten Ersparten seiner Bürger bedienen wird. Und Immobilien bieten nun mal über das Grundbuch ein regelrechtes Einfallstor, zum Beispiel über die Eintragung von Zwangshypotheken. So geschehen auch für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie gesagt, habe ich ja schon einige Videos zugemacht und dass immer wieder Stimmen, speziell aus der linken Szene, aus der SPD, natürlich hier laut werden und schreien hier, wir müssten hier entsprechend Lasten verteilen, Lasten ausgleichen. Und ob die finanzielle Schröpfung nun durch so einen Lastenausgleich oder über andere Maßnahmen, wie beispielsweise die Grundsteuerreform oder immer verrückteren Vorschriften zu Zwangssanierung erfolgt, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber sie wird meiner Meinung nach definitiv kommen. Und ausführliche Informationen, Videos zu diesen ganzen Themen findest du auf dem Kanal. Viele Immobilieneigentümer werden dies finanziell nicht überleben können, vor allem, wenn sie natürlich noch Kredite abbezahlen müssen. Versteh mich jetzt hier einfach bitte nicht falsch. Ich möchte dir vor allem eine solide, ein durchfinanziertes oder am besten abbezahltes Eigenheim nicht komplett madig machen. Also das mag auf jeden Fall noch interessant sein. Aber darüber hinaus sollte man meiner Meinung nach in absehbarer Zeit im Immobilienbereich äußerst vorsichtig sein und den Markt entsprechend beobachten. Was kannst du aber jetzt machen, wenn du jetzt dein hart erspartes Geld, was du möglicherweise noch irgendwo auf dem Girokonto hast oder in irgendwelchen Leistungsversprechen der Altersvorsorge liegen hast, Lebensversicherung, Riesterrente und so weiter. Und du siehst natürlich jetzt die Gefahr der hohen Inflation. Und was macht man mit dem Euro, der wie gesagt schon lange zur Weichwährung mutiert? Ich rate hier ja auch immer wieder von größeren in Euro gehaltenen Sparguthaben auf Bankkonten und anderen leistungslosen Zahlungsversprechen ab, wie du weißt, abgesehen von einer notwendigen und angemessenen Liquiditätsreserve. Also du solltest auf jeden Fall liquide sein. Das ist definitiv wichtig, dass du 3, 4, vielleicht auch 5 Monatsnettoeinkommen liquide hältst, also in Liquidität packst, sei das jetzt, ich sag mal, Cash vor Ort, zu Hause und oder auf einem Girokonto, das spielt letztendlich keine Rolle. Und hier kann man auch je nach Größe des Vermögens natürlich auch in Fremdwährung gehen, wie in Schweizer Franken, norwegische Krone oder US-Dollar, weil die letztendlich auf jeden Fall langfristig oder mittelfristig stabiler sind als der Euro, meiner Meinung nach. Aber größere Investitionen bitte nicht oder würde ich definitiv nicht mehr im Euro halten. Also generell nicht in diesen Leistungsversprechen, weil dann hast du aufgrund dieser höheren Inflation so oder so den Kaufkraftverlust.
Und wenn du natürlich Anschaffungen hast, jetzt gerade die nächsten 12 bis 18 Monate, dieses Geld würde ich persönlich auch liquide halten, je nachdem, ja, was du anschaffst von der Größenordnung. Aber alles andere, da gibt es hervorragende Möglichkeiten, wie man natürlich hier letztendlich auch schon investieren kann. Es geht natürlich immer um die individuelle Beratung hier. Also ich kann jetzt keine Pauschalaussage hier treffen, aber es gibt hervorragende Möglichkeiten, wie man natürlich auch in mobiles Sachwert investiert, wie man letztendlich außerhalb der Haftungsunion in ein Edelmetallkonto investiert und oder auch in interessante Policenlösungen außerhalb auch der Haftungsunion, wo man letztendlich auch noch einen sehr interessanten Steuervorteil hat, ohne jetzt das Thema Stiftungen oder Holdingstrukturen zu nutzen, weil die meisten überhaupt nicht über das Vermögen verfügen, wo sich sowas lohnt. Also für mich ist es ja auch wichtig, Menschen zu helfen, die gerade auch am Anfang stehen, im Vermögensaufbau sich befinden. Das heißt, es geht los ab 100 Euro, 200 Euro monatlich. Ich will dir zwei Dinge an die Hand geben. Ich mache dir zwei Angebote. Zum einen arbeite ich gerade an meinem Gratiskurs, die 3-Speichen-Regel Reloaded, und diesen Kurs werde ich gratis anbieten. Wenn du da Interesse hast, trag dich einfach in meinen Newsletter ein. Du bist der Erste, der die E-Mail bekommt, wenn der Gratiskurs online geht. Zum anderen mache ich die nächsten 3-4 Wochen wieder ein Live-Webinar. Auch hier erfährst du immer direkt über meinen Newsletter, wenn das nächste Live-Webinar konkret stattfindet. Aber es wird die nächsten 3-4 Wochen stattfinden. Und da gehen wir dann auch nochmal auf das ganze Thema Vermögensschutz ein in Liechtenstein. Und hier habe ich recht interessante Angebote vorbereitet, speziell für den Vermögensaufbau oder wenn du ein Vermögen hast bis 100.000 Euro. Also recht interessant, weil ich vielen Menschen helfen will. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du jetzt soweit bist und hast dich jetzt schon hier durchgekämpft durch das eine oder andere Video oder auch irgendwo anders beschäftigst dich die ganze Zeit schon mit dem ganzen Thema sichere Geldanlage, möchtest aber nicht alleine umsetzen und suchst einen Experten, der dich auch dauerhaft betreut und vor allem der auch hinten ein Backoffice dran hat mit Mitarbeitern, mit Servicepartnern, die letztendlich auch für dich da sind, auch in der laufenden Betreuung. Wenn du das suchst und möchtest das nicht alleine machen, dann lade ich dich herzlich ein für einfach mit einem Teampartner von mir ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen, ob und wie wir dir bei deinem sicheren Geldanlageproblem lösen können. Wie gesagt, ich bin gut vernetzt, wir haben sehr gute Möglichkeiten, auch was das Thema Lastenausgleich angeht, da habe ich viele Anfragen. Auch hier haben wir interessante Lösungen und oder wenn du jetzt, wie gesagt, Geld hast auf dem Konto, größere Beträge als das, was ich eben gerade gesagt habe, dann können wir auf jeden Fall schauen, was hier für dich dann in Frage kommt. Kurz, mittel und langfristig, um wirklich hier durch diese Phase der Umverteilung zu kommen. Ja, wie gesagt, das war meine Einschätzung zum aktuellen deutschen Immobilienmarkt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Ansonsten alles Gute bei deinen krisensicheren Geldanlagen. Bis hin zum nächsten Video. Herzliche Grüße, dein Daniel Sauer.